Kuba, eine Insel im Umbruch. Im Frühjahr 2016 haben wir dort gedreht. Der Kurswechsel war spürbar. Die Annäherung an die USA, der Aufbruch. Seitdem hat sich viel verändert. Fidel Castro ist gestorben und in den USA regiert Donald Trump. Wie geht es weiter? Diese Frage treibt die Kubaner heute mehr um als je zuvor. Die Angst, dass Obamas Annäherungskurs in Gefahr gerät, ist groß. Buffy, mire ese hombre que está allá atrás, ¿cómo se parece a Obama? No se parece a Obama, es Obama. The real Panfilo. Oh, mucho gusto. The real Obama. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. How are you? No lo puedo creer, Obama. Good to see you. The real Panfilo, I said I would see you in Havana. Sí, Obama, Obama, so nice you came to Havana. That's a beautiful song. Thank you so much. You guys are playing dominoes? You know, I've always wanted to learn how to play dominoes. Dice que le hubiera gustado aprender a jugar dominó. Ah, pues le enseñamos. Okay, so what's the trick here? Es fácil, se aprende fácil. Pero, you can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Caramba, viejo, no. März 2016. Die kubanischen Fernsehzuschauer trauen ihren Augen nicht. In die bekannte Satiresendung mit dem Comedy-Star Panfilo platzt der Klassenfeind ganz persönlich. US-Präsident Barack Obama. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. We will begin to normalize relations between our two countries. Rückblick. Am 17. Dezember 2014 kommt es zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Als Ausdruck des einsetzenden Tauwetters tauschen die beiden Länder noch am gleichen Tag der Spionage angeklagte Gefangene miteinander aus. Den US-Bürger Alan Gross gegen 5 Kubaner. Im Januar 2015 lässt Havanna dann 53 weitere politische Häftlinge frei. Und im Mai 2015 streicht Washington Kuba aus der Liste der terrorismusunterstützenden Staaten. Die Regierungen meinen es ernst. Im Juli werden die jeweiligen Botschaften wieder eröffnet. Und im März 2016 reist ein US-Präsident zum Staatsbesuch nach Kuba. Zum ersten Mal nach über 80 Jahren. Diese neue Ära feiern die Kubaner mit den Rolling Stones. Ein Volk außer Rand und Band. Dann kommen wir. Wir entdecken im Mai 2016 ein Land in Aufbruchstimmung. Umwälzungen, auch Ungewissheit, prägen den Alltag der Kubaner.
Wie sehen die Menschen ihre Zukunft, während sich ihre Insel verändert? Was halten sie vom politischen und wirtschaftlichen Umschwung? Wie erleben sie die fremde westliche Welt, die über ihre Insel hereinbricht? Aufbruch lautet das neue Zauberwort. Jeder verbindet damit ganz eigene Träume. Denn den meisten Kubanern ist das Trauma der 90er Jahre noch gut in Erinnerung. Der Zusammenbruch des Ostblocks traf das Land mit voller Härte und führte zu einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Von einem Tag auf den anderen sah sich die kubanische Bevölkerung einer extremen Versorgungskrise ausgesetzt. Engpässe in allen Bereichen, vom Transportwesen über Strom und Erdöl bis hin zu Nahrungsmitteln. Angesichts der dramatischen Lage macht Fidel Castro seinem Volk klar, um die Revolution zu retten, sind Zugeständnisse an den Kapitalismus nötig. Seinem Wirtschaftsminister gelingt es, das Land mit Hilfe eines Notstandsprogramms durch schwierige Zeiten zu lavieren. Was geschah im Sommer 1990? Nun, die Sowjetregierung beschloss, dass im Rahmen des Reformprozesses alle Außenhandelsbeziehungen ab sofort dem Weltmarktpreis unterliegen sollten, und zwar auf Devisenbasis. Für uns geriet damit alles aus den Fugen. Bis dahin gab es feste an den Rubel geknüpfte Handelsabkommen, die uns Sonderkonditionen einräumten. Nun waren wir plötzlich mit Weltmarktpreisen konfrontiert, die in Devisen zu zahlen waren. Das brachte Kuba in eine sehr ernste Lage. In den 90er Jahren wurde dann der Tourismus zum Motor unserer Wirtschaft. Damals kamen ungefähr 300.000 Touristen ins Land. Mit der Öffnung, das wussten wir, würden Prostitution, Rauschgift und Krankheiten Einzug halten. Die Öffnung hatte ihren Preis, aber dem Land blieb keine Alternative, denn wir brauchten Einnahmen. Die Entwicklung des Tourismus ist nicht der einzige Entschluss, zu dem sich das Land schweren Herzens durchringt. Erschwerend kommt hinzu, dass die USA ihr Handelsembargo angesichts der Mangellage bewusst verschärfen, in der Hoffnung, dem Regime endlich den Todesstoß zu versetzen. Zu dieser Zeit verlassen viele Intellektuelle und Künstler ihre Heimat. Andere beschließen zu bleiben. Für uns, die wir Anfang der 60er, also mit der Revolution geboren wurden, für unsere Generation hatte die Revolution viele Vorteile gebracht. Darum markierten die Veränderungen der 90er Jahre einen tiefen Einschnitt für uns. Sie waren ein harter Schlag für unsere Ideale, unsere privaten und beruflichen Pläne. Das Ende des 20. Jahrhunderts war für das Land tragisch. Es kam zu einer Art Erdbeben, wie die Welt es so nie erlebt hatte. Über Nacht kam uns das gesamte Wertesystem abhanden. Es ging rasend schnell. Darum war die Wirkung auch so verheerend. Inzwischen zieht die Wirtschaft wieder an, aber diese Zeit wirkt immer noch nach und steht in direktem Zusammenhang mit den Veränderungen und Reformen. Die Entbehrungen der letzten 20 Jahre haben sie notwendig gemacht. Wir Kubaner haben einen gewissen Galgenhumor entwickelt. Unsere drei Hauptprobleme, witzeln wir, sind das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. Kuba schleppt eine Last mit sich herum. Und darum brauchen wir diese Reformen. Seit dem Schock der 90er wurden in den letzten 20 Jahren diverse Reformen ausprobiert. Doch keine hat die Wirtschaft richtig voranbringen können. Nach langen Debatten stellt Raúl Castro beim 6. Parteitag der kubanischen KP 2011 die Weichen neu. Offiziell wird der Kurs Aktualisierung des sozialistischen Systems genannt. Die verabschiedeten Leitlinien erlauben eine Ausweitung der Privatwirtschaft und mehr Teilhabe am freien Markt. Reformen, die notwendig scheinen.
Nur über das Wie gehen die Meinungen der Wirtschaftsexperten auseinander. Seit 2011 hat der Kongress, sagen wir, gewisse Eckpunkte definiert und versucht, gegenzusteuern. Aber die Konzepte erscheinen unter jetzigen Gesichtspunkten völlig obsolet. Beispielsweise der Grundsatz, dass die gesamte Wirtschaftstätigkeit des Landes am effizientesten und besten vom Staat bestimmt wird. Das ist ein Mythos. In bestimmten historischen Momenten womöglich noch vertretbar. Doch inzwischen ist er total überholt. Wer ein Symbol dieses Umbruchs besichtigen will, der muss in die Hafenstadt Mariel fahren. Dieses gigantische Hafenprojekt wurde mit Hilfe Brasiliens verwirklicht und vor 3 Jahren offiziell eingeweiht. Ein Megahafen, der sich an den Erfolgen Singapurs oder Chinas orientiert. Eine Sonderwirtschaftszone, hauptsächlich für ausländische Investoren gedacht. Langfristig, so die Hoffnung, soll hier das größte Logistikdrehkreuz der Karibik entstehen. Die Kais sind momentan 702 Meter lang. Ein Umschlagplatz für 800.000 Container pro Jahr. Aber das ist nur ein erster Schritt. Langfristig sollen die Verladerampen bis auf 2,4 Kilometer Länge ausgebaut werden, mit einer Jahreskapazität von bis zu 3 Millionen Containern. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten für die Finanzierung über 772 Millionen Dollar aufgebracht werden, sowohl von einheimischen wie ausländischen Investoren. Die Politik hat spezielle Rahmenbedingungen geschaffen, die die Zone für in- und ausländische Investoren gleichermaßen attraktiv machen. Das Land hat keine Wahl. Zur Überwindung der Versorgungskrise muss es schleunigst 3 Milliarden Dollar auftreiben. Eine Summe, die für das Land unrealistisch ist. Die Investitionen belaufen sich gerade mal auf knapp 1 Milliarde, trotz des Engagements von Mexiko, Kanada und französischer Unternehmen wie Pernod Ricard, Produzent des Rums Havana Club, oder des Bauriesen Buick, der die Ausschreibung für den neuen Flughafen von Havanna gewonnen hat und Luxushotels errichtet. Unterdessen stößt der Ruf nach privatem Kapital aus dem Ausland unverändert auf zu wenig Echo. Führende Ökonomen fordern noch radikalere Reformen. Der Staat spielt in Kuba nach wie vor eine vorherrschende Rolle. Noch bis vor kurzem gab es hier ein sozialistisches Modell. Inzwischen ist klar, dass der Staat sich im Laufe des Transformationsprozesses zurückziehen muss, da die Staatskontrolle mit ökonomischer Effizienz schwer vereinbar ist. In diesem Widerspruch liegt die ganze Ungewissheit Kubas. Auf der einen Seite Öffnung, US-Flaggen, die Rolling Stones und der riesige Containerhafen in Mariel. Auf der anderen Seite das Festhalten an alten Denkmustern und die Angst vor dem Zusammenbruch des Sozialismus mit seinen Schutzregeln und Privilegien. Nichtsdestotrotz hat sich die Privatwirtschaft bereits großen Raum erobert. Vor den Reformen waren die Arbeitnehmer zu 100% Staatsbedienstete. Heute arbeiten 29% im privaten Dienstleistungsbereich. Eben diese kleinen Gewerbetreibenden wollte Obama bei seinem Besuch treffen. Seit seinem Gespräch mit ihm ist Papito, der Friseur, ein Star geworden. Señor Presidente, mi nombre es Gilberto Valladares. Todos me dicen Papito. Soy peluquero, soñador y sin pelo. En el año 1999 tomé una decisión importante en mi vida y fue pasar del sector estatal al sector privado. En ese momento histórico, el 95% de los peluqueros eran del sector estatal. Hoy, el 95% de los peluqueros son del sector privado. Muchas gracias. Gracias, Pepito.
Y uno de los temas que esperemos que ese movimiento contrapropista pueda generar mayor capacidad para que estas pequeñas empresas que comienzan puedan crecer. No va a pasar en 24 horas, pero eso es algo que nos gustaría ver a futuro y alentar. Am Anfang stießen die freien Unternehmer auf viel Unverständnis. Die Privatwirtschaft musste in der Gesellschaft erst Fuß fassen. Inzwischen hat sich vieles verändert. Der private Bereich ist in Kuba stark auf dem Vormarsch. Und heute ist er bereits fester Bestandteil der kubanischen Gesellschaft. Das ist wichtig zu wissen. Leute, die aus ökonomischen Gründen gegangen sind, müssen wissen, dass sie zurückkehren können und hier die Möglichkeit haben, eine Firma zu gründen. Der Wandel hat sich bei den Exilkubanern bereits herumgesprochen. Viele kehren inzwischen wieder ins Land zurück. Papito leistet seinen Beitrag zum Wandel, indem er kostenlos ausbildet. Er gehört zu den Gewinnern der Öffnung. In seinen Salon in der Altstadt von Havanna kommen vor allem die sogenannten Neureichen. Viele Menschen, besonders Sympathisanten der Linken und der kubanischen Revolution, zeigen sich besorgt. In ihren Augen marschiert Kuba mit Riesenschritten in Richtung Kapitalismus. Über viele Jahre durfte nichts verändert werden. Daran ist nicht zu rütteln, weil der Sozialismus es so will. Doch allmählich werden einige dieser Denkmodelle in Frage gestellt. Die Bevölkerung muss den alten Sozialismus überwinden und einen realistischen Sozialismus ansteuern. Als eine Option zur Erneuerung des Sozialismus gilt die Transformation von Staatsbetrieben in selbstverwaltete Kooperativen. Diesen Sprung wagte 2012 die Textilgenossenschaft Coptex. Seitdem hat sie sich beständig vergrößert und beschäftigt heute 28 Näherinnen. Natürlich wäre die Privatisierung der einfachste Weg. Aber was würde dann aus all den Arbeitern, zu denen der Chef sagt, ihr seid zu alt. Ihr verkörpert alle Unzulänglichkeiten des staatlichen Systems. Ich will euch nicht. Um sie und ihre Familien müsste sich der Staat kümmern. Darum ist für mich die beste Lösung die Umwandlung der Staatsbetriebe in Genossenschaften. Für mich ist es keine Utopie, einen solidarischen Sozialismus errichten zu wollen. Seine Werte stehen im Einklang mit dem Ziel einer solidarischen, gerechten Gesellschaft. In der die Einkommen je nach Arbeitsleistung des Einzelnen verteilt werden. Und nicht wie in anderen Ländern, nach dem Kapital. Früher, als es noch ein Staatsbetrieb war, war unser Lohn miserabel. Kein Vergleich zu jetzt. Hier verdienen wir im Schnitt 2.000, teilweise bis zu 5.000, 6.000 Pesos. Das kommt ganz auf die monatliche Produktion an. Unser Lohn ist leistungsabhängig. Jedenfalls ein himmelweiter Unterschied im Vergleich zu früher. Genossenschaften sind eine mögliche Option. Doch sie bleiben die Ausnahme. Der Trend geht zur Ausweitung der Privatwirtschaft. Nur, wie weit lässt er sich vorantreiben in einem Land, wo die staatliche Allmacht bis heute als unantastbares Symbol der Revolution gilt? Kuba erlebt keine Privatisierungswelle von Staatsbetrieben. Es gibt vielmehr einen Prozess der Öffnung und Förderung nichtstaatlicher Unternehmen. Staatliche Mitwirkung bleibt die Regel. Der Staat kontrolliert nach wie vor 60% der gesamten Wirtschaft, darunter strategische Bereiche wie die Rohstoffindustrie mit Nickel und Zucker, oder den Export von Dienstleistungen wie medizinische Auslandsmissionen. Der Tourismus steht unter der Ägide der Streitkräfte.
Wo es geht, greift der Staat reglementierend ein. Noch auf dem Höhepunkt der Krise unterstützte er die Forschung, insbesondere im Bereich der Biotechnologie. Das deckt sich mit der von Fidel Castro lancierten Vision einer Wissenschafts- und Forschungsnation. Die staatlichen Erfolge in der Medizin- und Biotech-Sparte beflügeln den kubanischen Nationalstolz bis heute. In der Biotechnologie finanzieren sich Unternehmen selten nur über ihren Vertrieb. Das gilt für weniger als 20% aller Firmen auf dem Markt, selbst in den USA. Alle anderen finanzieren sich über den Verkauf von Aktien, über Partnerschaften mit großen Konzernen, gewisse Finanzierungsinstrumente oder Zuschüsse. Weniger als 20% finanzieren sich durch den Verkauf von Produkten. Und in dieser Oberklasse rangiert die kubanische Biotechnologie. Wir haben nicht auf gute Beziehungen mit den USA gewartet, um diese Branche zu entwickeln. Die Biotech-Sparte exportiert heute in über 50 Länder. Dieses Labor hier hat im Vorjahr in über 30 Länder exportiert und erzielt wichtige Einnahmen für das Land. Arzneimittel aus dem Biotech-Bereich nehmen im Exportranking heute den zweiten Platz ein, wobei ich vom Güterbereich spreche. Den Tourismus und medizinische Dienstleistungen klammere ich aus. Das gehört zum Dienstleistungssektor. Im Warenexport rangiert der Biotech-Sektor noch vor dem Zuckerrohr, dem Tabak und dem Fischfang, also weit vor den traditionellen Verkaufsschlagern unserer Wirtschaft. Der Medizinsektor konnte sich dem bis heute geltenden US-Embargo weitestgehend entziehen. Für die Kubaner gehört diese Blockade seit 54 Jahren zum Alltag. Und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit den USA hat daran nichts geändert. Trotz einiger Lockerungen bleibt das Embargo ein gewaltiger Hemmschuh für den Handel zwischen Kuba und dem Rest der Welt. Wer sich über das Verbot hinwegsetzt, wird mitunter hart bestraft. Die Strafen gehen in die Millionen. Den Rekord hält die französische Bank BNP Paribas. Das Geldinstitut bekam 2014 eine drakonische Geldstrafe von 8,9 Milliarden Dollar wegen der Verwaltung kubanischer Guthaben. Ähnliches widerfuhr jüngst der Crédit Agricole. Vor allem französische Banken hat die Sanktionspolitik hart getroffen. So gut wie niemand kann es noch wagen, Geschäfte mit Kuba zu machen. Und wenn, nur unter großen Risiken. Welche gesellschaftlichen Folgen bringt der wirtschaftliche Umbruch mit sich? Zerstören die abrupten Veränderungen die Solidarität, die die Bevölkerung immer noch zusammenhält? Gerät die Idee der Gleichheit zu einer veralteten Utopie? Über das Wort Freiheit hatte die Revolution stets die Gleichheit auf ihre Fahnen geschrieben. Die Gleichheit bildete lange das Fundament der kubanischen Gesellschaft und war ein nicht verhandelbarer Wert. Seit den 90er Jahren dauert die Gleichheit vor allem dank sozialer Errungenschaften der Revolution an, über das Bildungs- und Gesundheitswesen, Bezugsscheine und Vollbeschäftigung. Nach Zahlen der UNO übersteigt der sogenannte Index der menschlichen Entwicklung bei weitem den anderer Länder in dieser Region. Bei der Lebenserwartung lag Kuba 2015 auf Platz 33 von 188 erfassten Ländern. Bei der Schulbildung sogar auf Platz 30. Diese Errungenschaften bleiben gewahrt. Daran wird nicht gerüttelt. Egal wie die Lebensverhältnisse des Einzelnen sind. Bildung und Gesundheitsversorgung bleiben kostenlos. Das ist bedingungslos. Die Geschichte der letzten 25 Jahre hat gezeigt, im vergangenen Jahrhundert und auch in jüngerer Zeit hat kein Land, das in nur 3 Jahren 35% seines Bruttoinlandsprodukts verlor, auf diese Weise reagiert. Die kubanischen Behörden hielten trotz allem an der kostenlosen Bildung und Gesundheitsversorgung fest. Dazu an der Grundversorgung mit Lebensmitteln und einer ganzen Reihe von Subventionen.
Wenn es dem kubanischen Staat in Zeiten anhaltender Rezession nicht gelingt, neue Geldquellen aufzutun, wie lang ist eine solche Sozialpolitik dann noch möglich? Droht dann ein gesellschaftlicher Riss? Bis in die 80er erlebten wir eine sehr egalitäre Gesellschaft. Genauer gesagt, die Ungleichheit war minimal. Der Armutsindex lag unter 26 Prozentpunkten. Das ist beachtlich. Doch die Krise in den 90ern und dazu die Bekämpfungsstrategien sowie die Reformen, wie sie gegenwärtig stattfinden, haben zu einer Verschiebung geführt und die Ungleichheit erhöht. Aktuell liegt der Index nahe 40. Lateinamerika rangiert auf dieser Skala zwischen 50 und 55. Es kommt also zu einer Normalisierung, nur im falschen Sinn. Wir bewegen uns auf eine größere Ungleichheit zu. Eine solche Zahl ist in der Geschichte der Revolution beispiellos. Die Bevölkerung gewöhnt sich allmählich an die wachsende Ungleichheit. Das Phänomen weitet sich aus. Diese Ungleichheit wird immer offensichtlicher. Ehemalige Reichenviertel der 50er sehen heute über Strecken so aus, als könnten sie irgendwo in New York oder Berlin liegen. Früher wurde in der Fabrika Öl gefiltert. Heute dient die ehemalige Fabrik als hipper Ausstellungs- und Veranstaltungsort, Treffpunkt eines Jetsets, der bereits einen neuen Lebensstil pflegt. Ursprünglich sorgten Überweisungen der Exilkubaner an ihre Angehörigen in der Heimat für Ungleichheit. Und dann vergrößerte der Tourismusboom die Kluft. 1997 kamen 300.000 Touristen. Heute sind es 3 Millionen, die hier mit ihren Devisen, aber auch ihrem Lebensstil und ihrem fremden Hintergrund aufschlagen. So zeichnet sich zusehends eine Trennlinie ab zwischen denen, die von privaten Restaurants, Gästehäusern, Clubs und Taxis leben, und dem Rest der Gesellschaft, den Bauern, Staatsbediensteten und all den anderen Abgehängten. Auch 2016 ziehen die Kubaner wie alljährlich am 1. Mai durch die Straßen Havannas. Arbeiteraufmärsche, organisiert von Betriebskollektiven oder Pioniergruppen. Die Menschen freuen sich, zu dem großen Revolutionsfest zusammenzukommen. Doch ein wachsender Teil der Bevölkerung ist müde. Bei Marina zieht der 1. Mai am Bildschirm vorüber. Von ihrer Familie ist keiner zu der früher mit viel Pathos gefeierten Parade auf dem Platz der Revolution gegangen. Mama, wo hast du den Kaffee? Komm mit. Wie viele wohnen hier im Haus? Momentan sind wir hier 3. 11. 11 insgesamt. Wovon leben Sie? Ich arbeite als Küchenhilfe in einer Kantine. Da verdiene ich 240 Pesos im Monat. Damit bezahle ich den Strom, das Wasser und sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Kekse oder eine Limo für die Kleine. Wobei das Geld vorne und hinten nicht reicht. Allein der Strom kostet 240 Pesos. Aber wir teilen uns die Rechnung. Jeder bezahlt einen Teil davon.
Allein könnte ich das nicht stemmen mit den rund 200 Pesos, die ich verdiene. Hier legen alle zusammen. Ich zum Beispiel übernehme die Gaskosten, die sind nicht sehr hoch. Und dazu noch die Telefonrechnung. Die hält sich ebenfalls in Grenzen. Am teuersten ist immer noch der Strom. Speiseöl ist billiger geworden. Hühnchen ebenfalls. Vorher hat das Pfund 25 Pesos gekostet. Jetzt nur noch 19. Das Fleisch ist von 40 auf 35 runter. Dafür haben Zigarren und Getränke angezogen. Sind Sie Eigentümer dieser Wohnung? Ja, sie gehört uns. Früher wohnten wir in der Altstadt von Havanna. Aber das Haus war in einem entsetzlichen Zustand. Es ist eingestürzt. Plötzlich war die Küche nicht mehr da. Meine Mutter ging zur Regierung. Sie sprach mit einflussreichen Leuten, schrieb Gesuche ans Zentralkomitee und was sie sonst noch alles tat. Irgendwann hieß es dann, wir sollten uns eine geeignete Wohnung suchen. Unsere bisherige Bleibe war ja auch winzig und wir waren viele. Und dann sind wir auf dieses Haus gestoßen. Marinas neue Bleibe liegt im Viertel Jesus Maria, ein ärmlicher Stadtteil, nur einen Steinwurf entfernt von der historischen Altstadt Havannas mit ihren Touristenströmen. Trotz der Nähe werden die beiden Viertel durch eine unsichtbare Mauer getrennt. In Marinas Armenviertel leben vor allem Schwarze, ohne Chance auf einen besseren Arbeitsplatz. Die letzte offizielle Armutserhebung in Kuba ergab einen Armutsanteil von 20% im urbanen Raum. Aber diese Untersuchung liegt schon viele Jahre zurück. Eine neue Statistik gibt es nicht, doch die Zahlen dürften wohl eher gestiegen sein. Die Hälfte der kubanischen Bevölkerung verfügt über ein Durchschnittseinkommen, von dem sogar der Staatspräsident zugibt, dass es nicht ausreicht, um die grundlegendsten Bedürfnisse zu decken. Deshalb hat Raúl Castro verfügt, dass das Durchschnittsgehalt in diesem Jahr auf rund 800 kubanische Pesos steigen soll. Den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist zu einem täglichen Kraftakt geworden. Neu ist das nicht. Aber die Kubaner sprechen es jetzt offen aus. So auch auf vielzähligen Online-Plattformen. Die Löhne halten mit der Preisentwicklung nicht Schritt. Die Preise sind viel zu hoch. Sie werden nirgends kontrolliert, egal ob es ein staatlicher Markt ist oder ein Bauernmarkt. Ist es teuer hier? Viel zu teuer. Die Kubaner nehmen den täglichen Überlebenskampf mit Humor. Panfilo versteht sich nicht bloß aufs Dominospiel mit Obama. Er spielt auch mit den Nerven der Bürokraten. Según tengo entendido, usted está preocupado por los precios de los productos agrícolas. Sí, pero yo solo no. En este barrio hay una pila de gente preocupada con ese problema también. Bueno, Pablo Epifanio, quiero decirle que para eso yo tengo una explicación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? ¿Se puede saber? Bueno, siempre le he dicho que hemos tenido problemas con los fertilizantes. Ah, de los fertilizantes. Ya metí los fertilizantes a Facundo. ¿Qué problema con los fertilizantes? El problema con los fertilizantes siempre ha existido y las cosas no han estado tan caras como ahora. Pero bueno, ¿qué me dice de los ciclones que nos azotan? Dígame. ¿Azota qué? Que ciclones ni ciclones, Facundo. Si hace rato que por aquí no pasa ningún ciclón. Caramba, Pablo, caramba. Óigame, usted parece que lo que quiere es que me come el león. Óigame. Quiero que me explique, quiero una explicación. Aquí está, todas las explicaciones están aquí. Mire, ¿qué me dice de los altos precios del petróleo en el mercado internacional? Mírenlo usted mismo. Facundo, a ver, pero ¿desde cuándo usted no lee el periódico? Si el petróleo en el mercado internacional ha bajado desaforadamente. ¿Ah, sí? Bueno, hay algunas explicaciones que voy a tener que actualizar. ¿No? Dios mío. Seit 5 Jahren eröffnen zögerlich kleinere Einkaufszentren. Im Angebot Kosmetik und Waschmaschinen made in China.
Passend zu diesem neuen Kuba hielt eine neue Rhetorik Einzug. Die Aktualisierung des Sozialismus zog eine Art Sprachupdate mit sich. Der Politdiskurs hat sich verändert. Statt wir sind alle gleich, ist jetzt von Recht auf Gleichheit die Rede. Vom Recht darauf, dass es Gleichheit gibt. Ich denke, mit dieser veränderten Sprachregelung wird eingeräumt, dass wir tatsächlich nicht gleich sind. Oder zumindest nicht alle gleich. Auf der anderen Seite wird durch einen ganzen Komplex von Maßnahmen sichergestellt, dass das Sicherheitsproblem und die Sorgen im Alltag der Kubaner nicht überhand nehmen. Dass die Leute in blanker Armut leben, kein Dach mehr über dem Kopf oder nichts zu essen haben. Arm zu sein hat in Kuba nicht wirklich die gleiche Bedeutung wie anderswo in Lateinamerika. Viele Kubaner, die schon im Ausland gewesen sind, wissen das aus eigener Erfahrung. Bei uns gibt es viele Probleme, doch verglichen mit anderen Gesellschaften spielen die auf ganz anderen Ebenen. Ich lebe gegenwärtig in Ecuador. Da verkaufen Kinder 8 Stunden am Tag an der Ecke Mandarinen. Und Mütter tragen ihre Kinder 12 Stunden auf dem Rücken. Ich möchte nicht, dass Kuba einmal so wird. Niemals. Im Interesse meiner Kinder und aller Kubaner. Wir wollen nicht, dass unsere Gesellschaft von Gewalt überschwemmt wird, von der Drogenmafia oder sonstigen Banden. Wir wollen viel von unserem alten Kuba bewahren. Selbst wenn die Kubaner ihren Werten verbunden bleiben, den Reformen kann sich niemand entziehen. In den armen Vierteln ist der Überlebenskampf härter als anderswo. Gleichzeitig ist die Hoffnung groß. Die Dächer sind beliebte Rückzugsräume. Hier erzählen die Jugendlichen von ihren Träumen und ihrem Zorn. Die Kubaner warten schon lange auf den Wandel. Von den Älteren werden ihn vielleicht nicht mehr alle erleben. Für sie wird er zu spät kommen. Aber wir Jungen klammern uns an diese Hoffnung. Die Zuversicht, dass sich alles zum Guten wendet. Früher oder später wird es das, ob unter dieser Regierung oder unter einer anderen. Wie schrieb Fidel in der Zeitung? Alles klasse, nichts Schöneres als hier zu leben. Ein Genuss. Was mischt er sich ein? Wir brauchen von den Yankees nichts. Kuba braucht nichts von den Yankees. Also ehrlich, so ein Blödsinn. Er braucht vielleicht nichts, aber wir schon. Dann gebt uns doch, was wir brauchen. Die Oberen brauchen den Überfluss nicht, aber was ist mit uns? Wir brauchen ihn schon. Immer heißt es, die Kubaner brauchen nichts. Schluss mit dem Quatsch. Deshalb essen wir auch nicht das Gleiche wie die Amis. So sehe ich das. Die Haie im Meer ernähren sich von den Kubanern, die nach Amerika übersetzen wollten und niemals dort angekommen sind. Frischfleisch. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Dinge sich ändern. Wir müssen weiterleben und uns mit der Realität arrangieren. Wir sind viele hier, die hoffen. Ich bin noch jung, gerade 20, das Leben liegt vor mir. Hoffentlich dauert dieser Wandel nicht mehr lange. Para el extranjero fácil, donde casi todos los autos que pasan son taxis. Oh, mi Habana, no sé si esto es malecón, una distracción, una extensa oficina de inmigración, la que ha cambiado al Che Guevara por dinero. Ahorita sale a la venta una foto de él en cuero. Sí. Mi Habana de adoquines, cine, bicicleta, feria, agrodispensada, pipa, chipe, tren, histeria, Cerro Marianao, Luyanó, Buenavista y los demás barrios cumites que no salen en revista.
Wird der soziale Umbruch auch politische Veränderungen auslösen? Könnten die Restaurierungsarbeiten am kubanischen Kapitol, dem künftigen Sitz des Parlaments, von einer neuen Ära? Nach dem Tod des Máximo Líder scheinen politische Reformen umso dringlicher, als Raúl Castro und mit ihm die ganze alte Revolutionsgarde im nächsten Jahr abtreten wird. Por inexorable ley de la vida, este séptimo congreso será el último dirigido por la generación histórica. Pronto deberé cumplir 90 años. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Fin. Wie werden die künftigen Strukturen der Macht aussehen? Einige Eckpunkte wurden im Parteiblatt bereits angekündigt. Verfassungsänderung, neues Wahlgesetz, Gewaltenteilung. Aber umgesetzt ist davon noch nichts. Einziges Novum: öffentliche politische Diskussionen, einst streng geahndet, sind neuerdings erlaubt. An vielen Orten trifft man sich zum Meinungsaustausch. Online-Nachrichtendienste wie Cuba Debate oder Zeitschriften wie Temas und Cuba Posible bringen reihenweise Analysen. Internetplattformen wie El Toque, Periodismo de Barrio und Cachivache werden von kritischen Jungjournalisten geleitet. Alle reden, immer und überall. An diesem Donnerstag im Mai 2016 veranstaltet Temas eine Debatte im literarischen Café Fresa y Chocolate. Reden kann, wer will. Wie die Politik auf das alles reagiert, davon wird nie gesprochen. In der kubanischen Gesellschaft gibt es nach wie vor viel Druck, vor allem im Bereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Da sehen wir noch kaum Wirkung. Die internationalen Medien basteln sich gern ein Kuba, ein Land, wie es nicht ist. Wir wollen dagegen die Realität zeigen, mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Wir haben alle wesentlichen Gesellschaftsfragen aufgegriffen. Etwa die Diskussion um die laufende Wirtschaftsreform, aber auch die Frage, ob diese Reform womöglich auch Arbeitslosigkeit mit sich bringen wird. Und schließlich die Diskussion darüber, ob es in Kuba weiter nur eine Einheitspartei geben soll oder mehrere Parteien. Das ist ein brandaktuelles Thema. Wie soll der Pluralismus im 21. Jahrhundert aussehen? Das Land steht immer noch unter dem Kommando einer Einheitspartei. Und der 7. Kongress der Kommunistischen Partei im April 2016 hat an diesem Umstand nichts geändert. Allerdings ist Pluralismus kein Tabuthema mehr, nicht einmal in der Partei selbst, wo in Bezug auf die Zukunft des Landes verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Im Kulturzentrum Juan Marinello konnten wir einem Parteibasistreffen beiwohnen, wie es so früher sicherlich nicht hätte gefilmt werden können. Um es klar zu sagen, auch wenn ich damit einige Reaktionen riskiere, dieser Kongress war der undemokratischste, den es je gab. Dabei ist die Einheitspartei längst passé. Stattdessen gibt es innerhalb der Partei mehrere Parteien und einen demokratischen Wettstreit. Wie könnte diese Einheitspartei zu einer Partei des Volkes werden? Wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass nicht alle Kubaner von ihr vertreten werden, auch wenn sie möglichst viele Menschen repräsentieren will. Welche Bedingungen wären nötig, damit sie eine Partei des Volkes wird? Das führt uns zu einer weiteren Frage, nämlich: War das Volk bei diesem Kongress wirklich vertreten? Reichen Zahlen, so und so viele Schwarze, Frauen, Junge und Erwachsene, Leute aus Ost und West, um das kubanische Volk wiederzugeben? Ich glaube nicht. Ich höre immer öfter den Ausdruck demokratisch. Er erscheint inzwischen sogar in offiziellen Papieren.
Aber nicht immer. Im Kongress hat ein Genosse unlängst vorgeschlagen, den Begriff demokratisch in ein Dokument aufzunehmen, worauf ein anderer Genosse sofort abwehrte. Das sei Feindesrhetorik. Die Forderung nach einem Mehrparteiensystem ist sehr komplex, insofern als dies über die Parteienfinanzierung einer Privatisierung der Politik gleichkäme und zwangsläufig die Eliten stärken würde. Die in der Politik die Zügel halten, das sind entweder Multimillionäre und Großunternehmer oder politische Gruppen, die sich die Entscheidungsgewalt auf bürokratischem Weg sichern. Die Möglichkeit, Politik zu machen, Dinge durch die Politik zu verändern, ohne dass diese vom Markt und von der Bürokratie vereinnahmt wird, das kann meines Erachtens im Sinne der Menschen funktionieren. Politik nicht bloß als leeres Wort, sondern als sinnvolles Wirken, abzielend auf ein anderes Leben, die Politik wieder als Allgemeingut gesehen. In Havanna surfen viele junge Leute auf dieser neuen Welle. Sie wollen in die Politik gehen und aktiv am öffentlichen Leben teilhaben. Unser System muss mehr Mitbestimmung einräumen. Das wird uns stärken, uns selbst und unser Gesellschaftsprojekt. Egal wie wir das nennen. Kubanischen Sozialismus, Kapitalismus à la Kuba oder Kommunismus à la Kuba. Die Denkweisen müssen sich verändern. Aber der politische Diskurs ändert sich nicht. Die Oberen reden immer auf die gleiche Art, immer von derselben Warte aus. Im Kongress reden alle wie Fidel. Egal ob junge Leute, 70- oder 50-Jährige. Alle folgen derselben Linie. Sie müssten versuchen, das Volk zu berühren. Darum hat Obama hier so überzeugt. Er spricht immer in der ersten Person. Das gilt für die da oben nicht. Darin liegt der Widerspruch. Der Kulturminister gab grünes Licht für den Dreh des Films The Fast and the Furious in Havanna. Aber wie viele Einwohner waren dafür? Kaum öffnet sich das Tor, drängen sofort alle herein. PayPal, Google. Klar, das muss sein. Wir brauchen bessere Informationstechnologien. Gleichzeitig kommen aber auch Chanel und Jennifer Lopez. Alle kommen miteinander, denn all das gehört zusammen. Momentan öffnet sich die Tür für eine andere Weltsicht, für ein ideologisch geprägtes Wirtschaftssystem. Und der Journalismus? Schwierig. Blogs und all sowas zu schreiben, schön und gut. Aber warum finden sich diese Meinungen nicht in den Staatsmedien wieder? Warum gehören all diese sogenannten offiziellen Medien einer einzigen Partei, einer einzigen politischen Massenorganisation? Noch vor 10 Jahren war es ein Kunststück, in Kuba als freier Journalist zu arbeiten. Es gab nur die Parteiorgane Granma oder Juventud Rebelde. Heute gibt es eine gewisse Öffnung. Und andere Medien. Ein leichter Unterschied. Es ist viel von Meinungs- und Pressefreiheit die Rede. Im Grunde geht es darum, dass wir uns äußern können ohne Furcht. Vor Repressalien. Genau, dass diese Angst ein Ende hat. Weite Teile der Jugend beteiligen sich an dieser Grundsatzdebatte. Bloß haben wir es bisher nicht geschafft, dass diese Debatte sichtbar wird, dass sie offen nach außen getragen wird. Darum kursiert so ein Schwarz-Weiß-Denken, das aber völlig wirklichkeitsfremd ist. Die Sicht von einem Kuba, wo es keine Debatten und Kontroversen gibt. Kuba ist heute so offen wie nie zuvor und das Land wird sich immer weiter öffnen. Zensur ist unmöglich. Was kann man schon zensieren? Die Informationen erreichen uns auf verschiedensten Wegen und dieses Phänomen wird von Tag zu Tag stärker.
Die kubanische Gesellschaft begibt sich auf einen Pfad der Freiheit, von dem es anscheinend kein Zurück gibt. Auch wenn Dissidenten weiter kontrolliert und schikaniert werden, die lähmende Angst ist verschwunden. Seit dem Migrationsgesetz von 2013 können die Kubaner ins Ausland reisen und dort arbeiten. Nichts scheint die Ankunft der Außenwelt noch aufhalten zu können. Ausländische Besucher auf der Suche nach einem Land, in dem die Zeit stehen geblieben ist, sind erstaunt, welche globalen Trends hier bereits Einzug gehalten haben. Fakt ist, so wie die Afrikaner, die Spanier und die Chinesen einst zu uns kamen, so drängt jetzt auch die US-Kultur zu uns mit ihrer Vorstellung von Konsum und Modernität. Diese neue Kultur ist bereits hier angelangt. Zum Glück sind wir immun dagegen. Als Kind habe ich im Fernsehen sowjetische Zeichentrickfilme gesehen und gleichzeitig Donald Duck. Die Vorstellung von einer einsamen Insel ist falsch. Erstens kommen jedes Jahr 400.000 Kubaner, die in den Staaten leben. In diesem Jahr sind innerhalb von 5 Monaten schon über 100.000 Amerikaner hier eingetroffen. Der Informationsfluss ist so massiv, dass es völlig abwegig ist, sich Kuba als abgeschottete Insel vorzustellen oder als fremden Stern. Seit 2015 gewähren die USA technischen Support für den Anschluss ans digitale Zeitalter. Allerdings ist der Internetzugang weiterhin begrenzt und teuer. Einfallsreich haben ein paar junge Kubaner El Paquete auf die Beine gestellt. Ein wöchentlich wechselndes Fernsehpaket mit Filmen, Serien, Spiel- und Reality-Shows von internationalen Sendern, das sie über Festplatten und USB-Sticks überall auf der Insel vertreiben. Dieses Paket wird von den Behörden geduldet. Sein Siegeszug sorgt jedoch für erbitterte Debatten. Die einen bejubeln das erste freie Fernsehen inmitten der Propagandamedien, andere kritisieren den verheerenden kulturellen Einfluss, denn es sind meist US-amerikanische Programme. The whole point of normalizing relations is that it gives us a greater opportunity to have influence with that government than not. We will be in a better position, I think, to actually have some influence. And there may be carrots as well as sticks that we can then apply. Das heißt, dass die Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie der Amerikaner in den Konzepten wie auch in der Praxis der US-Politik gegenüber Kuba und Lateinamerika generell fortbesteht. Früher ging es bei dieser Politik im Kern darum, Druck von außen auszuüben. Heute ist es das erklärte Ziel, diesen Druck nach und nach auf die kubanische Bühne zu verlagern. Nach Auffassung der Amerikaner erfolgt dieser Druck am besten über einen akademischen, kulturellen Austausch, über die verstärkte Präsenz von Amerikanern und Exilkubanern in Kuba. Dadurch würde die ökonomische und kulturelle Anziehungskraft der US-Gesellschaft offensichtlich. Sie meinen, die Kubaner werden alle fasziniert sein von diesen Einflüssen und die Vorzüge des Kapitalismus erkennen. Und dann wird die kubanische Bevölkerung von selbst anfangen, Druck auf ihre Regierung auszuüben. Nach der Kuba-Reise Obamas stampfen viele US-Unternehmer schon ungeduldig mit den Füßen. Doch die Rückkehr zu konfliktfreien Beziehungen ist noch in weiter Ferne. Und Donald Trump kann den Prozess wieder bremsen. Havanna verlangt die Rückgabe des US-Stützpunkts Guantanamo und vor allem die völlige Aufhebung des Wirtschaftsembargos, was sich in den USA zu einem innenpolitischen Zankapfel entwickelt hat. Zwar machen in Miami die Castro-Gegner weiter mobil, doch insgesamt verlieren die Anhänger des Embargos an Stärke und Lobbys für Handelsfreiheit wie die Wirtschaftsallianz Engage Cuba betreiben eine geschickte Medienkampagne. Guess what? Americans are allowed to travel to North Korea. It'll take 25 hours, but you can go, if you want to. But Americans can't book a flight to Cuba. It's actually against the law.
And for U.S. businesses, another no. Because government trade restrictions stop American companies from competing. It's been over 50 years. Isn't it time for a change? Die meisten Amerikaner, ich inklusive, sind dagegen, dass ein weiteres Volk geknebelt wird. Ob durch Militärkräfte oder durch Wirtschaftsmaßnahmen. Wir wollen, dass Schluss ist damit. Wenn die Tore mal offen sind, wird das Geld nur so fließen. Sehen Sie dieses Gebäude da, direkt am Meer, mit den spielenden Kindern davor. Ich könnte mir da drin gut einen Starbucks vorstellen. Konflikte sind vorprogrammiert. Und die Gefahr, dass die Lebensweise der Kubaner auf der Strecke bleibt, ist zum Greifen nah. Doch die Thematik hat auch eine weitreichende politische Tragweite. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Ich sehe eine ideologische und kulturelle Herausforderung, wenn die kubanische Gesellschaft in Richtung Neoliberalismus und totalem Kommerz abgedrängt wird. Da sehe ich eine große Gefahr. Der Mensch ist weder in Kuba noch sonst wo programmiert auf Konsum, Kapitalismus, Profitmaximierung. Das ist ein erbärmliches Bild der menschlichen Natur. Wir müssen eine gewisse Unsicherheit zulassen. Viele Kubaner denken, wir sind im Begriff, alles zu zerstören. Sie sehen in den laufenden Reformen große Gefahren, und die gibt es in der Tat. Aber die größte Gefahr ist doch, dass wir uns nicht bewegen. Dass wir bleiben, wie wir waren, und erleben müssen, wie die kubanische Revolution zerbröckelt. Unsere Momentaufnahme der Gegenwart versinkt in der Dämmerung. Nur die Umrisse der Revolutionshelden leuchten weiter hell durch die Nacht. Kuba steht an einem Scheideweg. Und die Ungewissheit über den neuen Kurs wird durch den Tod Fidel Castros und die neue Lage in den USA noch verstärkt. Eins der letzten nicht kapitalistisch wirtschaftenden Länder wandelt sich vor unseren Augen. Wird diese Insel noch einmal einen Sonderweg für sich finden? Kuba hat sich seit jeher gegen die Geopolitik gestemmt und nie aufgehört, die Welt zu erstaunen. Wer kann da vorhersagen, wohin die Umwälzungen die Insel am Ende führen werden? Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?